Die Kamera bewegt sich nicht. Was ist das? Und ich kann auch nicht wechseln. Hallo? Ah, jetzt. Das schon. Jetzt muss ich die ganze Zeit so weiterspielen. Das wäre aber ziemlich beschissen gewesen. Was haben wir jetzt hier? Nehmen wir alle mit gezogenen Waffen nach vorne. Und rennen voll in eine Falle. Oh. Oh, da geht schon ein paar Kopfschüsse ab. Überraschung! Au, 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 au! Scheiße! Genau! Flanke! Ja! Scheiße! Millibacke! Na! Ups! Na toll! Na, gehst du runter? Noch einer. Ich müsste hier eigentlich jetzt auf. Aber könnt ihr die mal platt machen? Der steht da so mitten auf dem Feld und kein Schwein stört sich. Ups. Scheiße. Da war ja aber nicht nur ein Kopfschuss. Da waren schon ein paar mehr. Ja. Mitten an der Front hier. Thank you.
Oh, den hat's zerlegt. So, den Spaß haben wir jetzt hier zumindest durch. Muni! Muni, 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 Muni. Okay. Sehr schön. Dann kann ich jetzt hier vorne nochmal einmal kurz durchsuchen. Da haben wir bestimmt noch irgendeinen Spaß hier drin. Oder auch nicht. Was? Ey! Was machst du hier? Hat sich doch noch einer versteckt. Da hinten kommen wir nicht her. Dann heißt es jetzt raus. Stürmen wir den Laden. Muni. Oh, neue Granate, neue Granate. Sehr schön, sehr schön. Mittlerweile bin ich ein richtiger Fan von Granaten geworden. Oh, da oben kann ich auch noch her. Tragische Musik. Sehr spannend. Lesen. Kimble Jacob Warren, Overstrike 9. Geheimdienstbericht 744120. Kimble Jacob Warren. Status des Subjekts aktiv. Direktive Eliminierung bei sich Kontakt. Unsere Analyse des Lebens von Jacob Kimble brachte einige interessante Ereignisse ans Licht. In seinen jungen Jahren ergibt sich das Bild eines coolen, ausgeglichenen Soldaten, der Regeln und starre Strukturen schätzt. Überraschenderweise haben wir doch herausgefunden, dass er offenbar mit der Ermordung von mindestens 6 Mordverdächtigen im Raum Los Angeles in Verbindung gebracht wird. Laut unseren Quellen... Oh Gott! Laut unseren Quellen bei der Polizei war Kimbles Achillesferse seine Wut, die er nicht in den Griff bekam. Wenn er es mit dem Verdächtigen zu tun hatte, den er nicht knacken konnte, oder mit einem Fall, den er nicht abschließen konnte, wurde er regelmäßig wütend. Vor allem, wenn Kinder involviert waren. 18 Monate vor seiner Flucht aus Los Angeles wurden in einem Müllcontainer in Echo Park die Leichen eines mutmaßlichen Kinderschänders gefunden. Die Ermittler fanden eine Kugel, die sich in den Revolver zurückverfolgten, davon Detective Kimble als gestohlen gemeldet worden war. Die Dienstaufsicht leitete unverzügliche Ermittlungen gegen ihn ein und fand heraus, dass er auch bei den Verhaftungen von 5 weiteren inzwischen verstorbenen Verdächtigen zugegen gewesen war. Den letzten von ihnen hatte man verbrannt in einem Auto gefunden, das in einer Seitenstraße der Highland Avenue geparkt war. Könnt ihr euch noch erinnern an diese Flashback-Szene, wo er den Kerl, wo er jemanden im Auto mit Benzin übergossen hat? Genau das war diese Szene. Das Opfer Leopold Vincent Hildreth war am selben Morgen im Fall der Ermordung eines 11-jährigen Mädchens für nicht schuldig befunden worden. Als die Dienstaufsicht in Kimbles Wohnung eintraf, um ihn zu befragen, fanden sie sie verlassen vor. Kimble war nach Südamerika geflohen, wo er bis zu seiner Rekrutierung durch Overstrike 1 Jahr als privater Leibwächter arbeitete. Er wird in Los Angeles noch immer gesucht und kann deshalb nicht nach Hause zurückkehren. Was ist das? Guck an, jetzt sind wir da schon mal ein bisschen schlauer. Zumindest was Jacob betrifft. Na gut, genug davon. Dann würde ich sagen, weiter. Müssen wir jetzt hier hoch? Hier raus. Anscheinend. Aufteilen und flankiert. Wo wird was wie flankiert? Du kommst hier nicht an! Scheiße. Nein! Eine Granate geworfen. Vor der Nase. Ja, schöne Scheiße.
Oh Mann! Durchhalten! Na los! Na toll, sprengt, rennst du schon rüber? Und ich wollte ja sagen, ich treffe alles möglich, aber nicht den Kerl. Ich glaube, es wird Zeit, jetzt ein bisschen in den Nahkampf zu gehen. Sie hat die Medibug in die Wand geworfen. Oh nein. Ja, schöne Scheiße. Oh! Frank. No. Lasst mich doch zufrieden. Oh fuck. Wo sind die Jungs und Mädels? Gut. Nein! Nicht auf mich! Milo! Oh oh, der hat's auf mich abgesehen. Verdammte Scheiße, wie kann ich denn... Och komm! Nein, ich! Ja. Oh! Das ist gut, die kann ich jetzt hier auch sehr gut gebrauchen. Wo ist der Pisser? Hat er sich hinter dem Schild versteckt? Tatsache! Ja! Also so langsam geht der Kerl mir echt auf den Sack. Nein, brauchst du nicht, hier ist eine Medibacke. Alles gut. Noch einer weg.